Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben am nächsten Morgen. Frisch ausgeruht. Genau. Ich habe beim letzten Mal endlich gelernt, Fälle abzuziehen und damit kann ich jetzt endlich mit Bartok eine Runde jagen gehen. In der Hoffnung, dass wir natürlich rauskommen zum Ork und den erledigen. Bartok, war der nicht hier irgendwo? Der war doch hier irgendwo. Ach, der da genau. Der da war's. Schön ein Bier trinken. Hey, du. So, Schleichen brauche ich nicht. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bosper... Das kennen wir doch, so ein ne? Typ ist einfach bei... Die Diebe... Das kennen wir doch. Lass uns mal zusammen jagen gehen. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Na klar. Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Tatsächlich ist das ein fairer Deal. Habe ich denn so viel? Wo denn? Du hast das Gold nicht. Ach nein. Ach, Menü, wie viel habe ich denn? 47. Hört ihr Bewohner von Korinis. Ah, auf ausdrückliche das gibt's Anordnung doch nicht. Wegen drei Gold. Lord Hagens, Gut, dann muss ich mal hier hinten schauen, ob ich nicht irgendwie was verkaufen kann. Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Gut, dann ist das jetzt wohl hier der Moment der Entscheidung. Mein letzter Stand ist bei der Umfrage, dass ich Magier werden soll. Und ein Magier ist natürlich viel zu ehrenwert, um sich darauf einzulassen. Wie übrigens auch ein Paladin. Nur als Söldner-Drachenjäger wäre das in Betracht gekommen. Ich frag mal eben, was passiert, wenn ich es nicht tue. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Andererseits, nee, ich lasse mich hier nicht erpressen. Ich bin Magier, ich bin besser als der und deswegen lasse ich mich nicht von ihm erpressen. Ha! Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Das war die falsche Entscheidung, Junge. Wir sprechen uns wieder. Vielleicht kann ich ihn ja dafür einbuchten lassen. Zeig mir deine Ware. Für den Versuch. Such dir was aus. Aber handeln tut er noch mit mir offensichtlich. Wie viel Stärke habe ich? Weiß ich gerade nicht. 25? Echt? Habe ich 25? Ich muss... Warte mal. Ich habe tatsächlich 25 Stärke. Sieht das anders? Zack. Ich könnte mir dieses edle Kurzschwert halt leider überhaupt nicht leisten. Das ist meine Backup-Waffe, falls ich wieder mal geschlagen werde mit dem Wolfsmesser. Andere, aber ich habe halt hier, glaube ich, Lederrüstung an. Boah, ich habe 5 Bürgerkleidung. Hä? Wie jetzt? Oder ist es einfach durchnummeriert? Das kann auch sein. Dann verkaufe ich die mal. Damit habe ich 83 Gold. Hammer. Brauche ich höchstens einen, wenn überhaupt. Ornament brauche ich noch. Die Laborwasserflaschen brauche ich auf jeden Fall. Um später Tränke zu brauen. Die will ich auf jeden Fall behalten. Gut. Das sollte aber erstmal reichen. Ich muss weiter. Andererseits hätte ich hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar Konstantinos Kräuterliste. Wie war das noch gleich? Zuris hieß der. Zuris. So, jetzt schauen wir erstmal. Wer ist hier? Sarah? Du bist Sarah. Zeig mir deine Ware. Das Gemeine ist jetzt halt, ich kann sie irgendwie nicht darauf ansprechen. Warum eigentlich nicht? Finde ich schade. Das ist ja schrecklich. Kann ich das vielleicht der Wache melden?
Das kommt nachher, wenn ich dann endlich Magier werde. Wen haben wir hier? Jora. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Was? Wer denn? Du bist bestohlen worden. Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever, hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Nee, ich glaube nicht, dass er dein Geld versäuft, denn das da hinten ist doch der Freibierstand. Aber ich erinnere mich, ich habe den Typen mal gesehen und gesehen, dass er an diesen Stand hierher geguckt hat. Das kann schon sein. Der könnte natürlich von der Diebesgilde sein. Mal fragen, ob der hier was weiß. Jura? Was weißt du über die Diebesgilde? Pass auf. Wenn du mir mein Gold von diesem Rengaru wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Hey, das klingt gut. Das klingt nach einem Deal. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Nee, das schaffe ich auch so. Ja, das will ich. Ich suche Hinweise auf die Diebesgilde. Kann schon sein, dass ich dir weiterhelfen kann. Pass auf, wenn du mir mein Gold von diesem Rengaru wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Ja, das ist richtig. Das habe ich gerade auch schon gemerkt. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Natürlich. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu. Und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Ich kann ihn ja einfach mal zur Rede stellen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Aber zuerst, Hakon, hey! Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ich habe doch schon ein Wolfsmesser. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, vielleicht sitzt er ja noch in dem einen Turm. Oh mein Gott, der arme Typ. Zeig mir deine Ware. Vielleicht wusste er ja nur, wie er reinkommt, aber nicht, wie er rauskommt. Ledergürtel. Der mit der Lederrüstung gemeinsam um einiges besser ist als alleine. Aber diese Rüstungen sind halt alle so sauschwer, nee, nicht schwer, teuer. Hier, Greg, der Pirat. Futtert hier vor sich hin. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später... Ja, später. Wichtige Dinge, ich sehe schon. Du musst essen. Ist das ja das Hotel? Nee, ne? Was suchst du hier? Geh. Zuris! Ja, raus mit dir! Hey, zu dem wollte ich doch. Baltram? Ach, die wohnen da wohl zusammen. Na bitte, geht doch. Gut, das ist ja Zuris. Hey, was mir noch fehlt? Ich glaube, Grundstöcke. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Ah. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Ja, was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Hast du vielleicht Kräuter? Na, sieht leider nicht so aus. Die göttliche Kraft der Gestirne. Blitz, Windfaust, Unwetter.
Ist da vielleicht ein Teleportzauber dabei? Mit dem ich vielleicht durch eine Tür in einem Stadtturm kommen könnte? Nein. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein. Ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Und das wird noch viel schlimmer. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Braucht er, so. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er guckt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Ah, guter Hinweis. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Vielen Dank für diese nützliche Information. Dort komme ich ja sowieso noch mal raus, hoffe ich, wenn ich jagen gehe. Oder gehen wir hier jagen, Bartok? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal vorne mit dem Ork. Aber jetzt erstmal. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Hä? Was? Hinterher? Halte den Dieb! Wie war das? Halte den Dieb, reagiert keiner. Feuer! Bei Feuer reagieren die Leute, weil sie nicht selber verbrennen wollen. Funktioniert angeblich, weiß ich nicht. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wo geht er hin? Da runter. Hui, das war knapp. Ach, der Schöner will zum Hafen und ich verliere ihn. Hab ich dich. Hab ich dich? Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut und er hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir, wer du bist. Gibst mir Joras Gold. Nee, einen Anteil will ich nicht. Hallo, ich bin ehrenwerter Magier. Ich möchte natürlich zuerst wissen, wer das ist. Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. Und gib mir Joras Gold. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ja, bestimmt. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Das klingt nach Diebesgilde. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Diebesgilde hops gehen oder ich schließe mich ihr an. Ich habe ja gesagt, wenn ich Paladin werde, dann lasse ich die Diebesgilde hops gehen. Wenn ich Söldner-Drachenjäger werde, dann schließe ich mich an. Und wenn ich Magier bin, weiß ich noch nicht, was ich tun soll. Und tatsächlich ist es jetzt der Fall. Ich soll Magier werden und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, was ich mit der Diebesgilde mache. Was lerne ich denn bei der Diebesgilde? Ich schätze mal Taschendiebstahl und Schlösser knacken. Und letzten Endes ist es ja beides nicht allzu ehrenhaft und vor allem nicht innersgefällig. Und deswegen denke ich mal, dass ich als Magier die Diebesgilde hops gehen lasse. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich will keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was du hier abziehst. Ja, Freunde. Na, geht's dir gut? Spotte du nur. Du kriegst deine Rechnung noch, da schwöre ich dir. Freunde, das klingt schon nach Diebesgeld. Ich meine, er ist ein Dieb, er hat Freunde. Und ich habe gerade im Hintergrund gesehen, dass hier ein Beutel liegt. Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Beutel? Mit ein paar Münzen drin. 25 Gold, einfach so auf den Dächern. Interessant. Und was? Oh, da wächst ja. Ist das Feldknöterich? Ist das nicht das, was ich suche? Nee, das ist was anderes, oder? Das war nicht Feldknöterich.
Kronstöckel war es, das mir fehlt. Ach Mist, nicht feldknöterig. Aber immerhin, den habe ich jetzt schon mal. Hatte ich davor schon einen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, hatte ich. Jetzt habe ich zwei. Naja, kann nicht schaden. Gut, ich habe den Typen hochgehen lassen. Ich kann ihn jetzt noch kurz verpfeifen. Ja, werde ich, glaube ich, tun. Vielleicht werden sich dann die Diebe ja noch ein bisschen näher bei mir zeigen und ich werde mir Hinweise auf die Diebesgilde erhalten. Das wird auf jeden Fall nicht schlecht sein, wenn die Diebe sich mir zuwenden, denn dann finde ich sie leichter. Ich würde gerne... Wegen der Diebesgilde. Ja? Den Rengaru, ach so. Ich bin an... Gut. Vermisste Leute... Kopfgeld, genau. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Rengaru. Rengaru hat den Händler Yora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden mehr bestehlen. Das ging ja schnell. Hier hast du dein Geld. 100 Gold, wow. Das ist gut. Wegen der... Hör bloß auf... Da passiert nichts. Miliz, nein. Brauche ich nicht, werde ich nicht, will ich nicht. Gut, damit habe ich den Typen verpfiffen. Ich frage mich, ob ich jetzt mit ihm reden kann im Kerker. Das müsste ja jetzt eigentlich möglich sein. Der Kerker war, glaube ich, hier. Ja. Ist er jetzt echt von da drin? Nee, oder? Das ging ja schnell. Na, geht's dir gut? Spotte du nur. Du kriegst deine Rechnung noch, da schwöre ich dir. Okay, alles klar. Na denn. Kann ich ihn rauslassen? Ja. Wie, ich kann ihn rauslassen? Und er hört... Und er haut nicht mal ab? Das ist ja dämlich. Ach so, der geht von alleine wieder hoch, der Hebel. Ah. Dumm-di-dumm. Und wieder zu. So, dumm-di-dumm. Hat er nicht gesehen, oder? Nö, hat er nicht gesehen. Der guckt weg. Was, nö. Ich wollte gerade wieder gehen. So, Rengaru geschnappt. Rengaru verpfiffen. Gold wieder besorgt. Genau, deswegen... Also jetzt werde ich Yora mal noch eben sein Gold zurückbringen. Und dann kann ich endlich mal Bartok ansprechen. Ihm seine 50 Gold geben. Das ist mal wieder typisch. Kann ich mit dem nochmal quatschen? Nee, ne? Da war nichts. Ich muss weiter. Ja, ja, ja. Das passt. Das ist okay. Mit dem muss ich nicht zweimal quatschen. Ich würde gerne bei ihr den Typen verpfeifen. Ich meine, das kann ja nicht angehen, was der da so tut. Dass der ihr den Stand einfach abnehmen will. Mit so unlauteren Dingen halt, ne? So, hier bitteschön. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Ja, ich hab ihn erwischt. Er wird die nächste Zeit im Gefängnis verbringen. Was ist mit meinem Gold? Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Will ich eine Belohnung? Nein, ich will Informationen über die Diebesgilde. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Interessant. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Ich habe dir doch schon einen wertvollen Hinweis gegeben. Das sollte dir als Belohnung reichen. Alles klar. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Ja, ja, alles klar. Ich war nur überrascht, dass die Option noch da ist, nachdem ich ihm die Informationen abgeluchst habe. Weil ich ja eigentlich dachte, dass ich nur eins von beiden haben kann, aber tatsächlich kann ich ja nur eins von beidem haben. So, dann werde ich jetzt mal mit Bartok eine Runde quatschen. Und dann bin ich gespannt, ob wir wirklich vorne rausgehen zum Ork. Allerdings werde ich das, glaube ich, erst nächstes Mal tun. Denn jetzt ist diese Folge auch schon wieder relativ lang. Und beim nächsten Mal werde ich dann mit Bartok auf die Jagd gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis dahin.